Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir steht die. Mathilde. Ich habe jetzt diese Stange weggehauen, die du gemeint hast, ne? Jetzt haben wir so ein bisschen Loch in der Decke. Oh, scheiße. Hehe. Hat sie dich gesehen? Ja. Stell mal den Chemietisch auf, kann ich nicht. Irgendwas ist im Weg. Braucht der drei Breite? Ja, sieht so aus. Das ist doof. Hol ich das hier auch noch weg. Kriegst du das hin mit der, oder? Ich habe keine Waffen, ich hole mein Zeug. Oh, scheiße, ey. Ja, anlocken und weglaufen. Sie. Toll. Sie. Ja. Und die schreiten munter weiter. Nahkampf, Heinrich! Oh, es wird nicht so leicht. Das wird absolut nicht so leicht. Vollhaus. Es sind zwei Schreier. Wenn diese Footballspieler nicht wären, würde ich in den Nahkampf gehen. Hat er mich trotzdem noch erwischt? Fick dich, ey. Geht ins Leere. Scheiße, mein Zeug liegt da oben. Ja, schnelle Einheiten, was willst du machen? Wieder Magazin verschossen. Aua. Jetzt reicht's mir hier. Scheiße. Und wieder eine Kreischerin irgendwo hinter mir. Ey, das kann's doch nicht sein. Ja, erwisch mich. Ah, ich bin tot. Doch nicht? Ein HP habe ich noch. Ui. Ja. Vor allem immer eine Kreischerin. Es sind vier Stück gewesen. Dann kommt wahrscheinlich auch immer Nachschub an Zombie-Drecksviecher. Du bist mein Rett. Ah, nee, ich bin tot. Im Lager sind sie auch schon bei uns. Los, ich versuche euch wegzulocken. Vor allem, man hat, ey, was ich fies finde. Das scheinen alles normale Zombies zu sein. Hast du einen Football-Typen übersehen? Oder. Ja, oder so eine Rennschnalle? Schrecklich. Die schnellen Zombies machen mich immer kaputt.
Waffenwechsel mit der Armbrust dauert mir auch zu lange. Das macht er mit dem Bogen irgendwie schneller. Das stimmt. Da muss ich mich erstmal gewöhnen. Oh, 3 Biker hintereinander. Ihr alten Biker-Drillinge. Die ganze Tagesplanung durcheinander hier. Ja, bei mir auch. Ich bin jetzt gerade im Gebirge, da hole ich jetzt die beiden Kisten, die hier sind. Ich finde das trotzdem ätzend, dass du nicht mehr schnell, wenn du mit dem Bogen oder so, mit der Armbrust einen niedergeschlagen hast, dann braucht er bei mir viel zu lange, bis ich dann auf die andere Waffe wechsle. Mhm. Dann stehen die ja schon wieder auf. Ging so gut mit dem Bogen. Dafür macht er eindeutig mehr Schaden, die Armbrust. So, jetzt bin ich sie los, die Schweine. Ja, da hinten ist noch eine, klatsche ich weg. Klatsche euch hier alle weg. Komm her. Komm her. Hey! Wollt schon mal was auf den Kopf gekriegt? Oh, jetzt hier. Hört ihr euch alle, ihr kleinen Dreckschweine. Jo, zack, fressen Bolzen. Hier, hast du Hunger? Hast du Hunger? Komm her, fressen Bolzen. Immer noch Hunger? Komm her, mach Mund auf. Mach mal fressen Bolzen. Ich rutsche nämlich runter, ey. Hm? Dann bin ich sowas von im Arsch, wenn ich hier runterrutsche. Oh, das sieht bei dir richtig gefährlich aus. Ja, ich will hier Kiste holen. Die ist hier irgendwo oben. Komm, pass auf, dann hast du sie, dann ist nur Essen drin. Ja, ja. Oh mein Gott. Du weißt, dass man graben kann oder so. Not. Oh, ich höre schon wieder jemanden. Ja, was bringt denn hier das Graben? Soll ich mich durch den ganzen Berg buddeln oder nee, wie? Ich meine nur... Vielleicht hilft das für einen besseren Stand oder so. Was weiß ich. So, ich hack hier erstmal alles kaputt. So, hier die Scheiben machen wir auch mal weg. Hier gibt's keine Scheiben mehr. Oh. Noch irgendwo Cottlestone. Da hat man schon fertige Steine. Ja, haben wir. Wir sind auch Stacheln gewesen. 56, nice. So, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weiter nach oben, dann lässt es sich leichter laufen. Oh. So. Trinke Flüssigkeit. Das tue ich doch. Da. Trinke. Naja, Erste Hilfe und Essen wird wahrscheinlich drin sein. Ist immer irgendwie in den Drops drin. Erste Hilfe und was zu essen. So, wo ist er jetzt? Oh? I don't see it. Oh, oh, oh Gott, wo ist der denn da gelandet? Ey, leck mich doch. So, Chemiestation ist aufgebaut. Perfekt. Cool. Hinten dran. Was brauche ich für Schießpulver? Seht euch an, liebe Leute, wo dieser Drop gelandet ist. Ah! Tolle Pflanze, tolle Pflanze, tolle Pflanze. Hat keinen Platz mehr hier. Okay, ich bin komplett voll. Das ist gut. Also komplett. Und so muss ich jetzt den Heimweg antreten. Alter, nein. Nee. Nee.
Dumme Fotze. Oh, ist gleich gestorben. Da kommt noch eine. Er wollte mich echt heute verarschen, ne? Wieder zwei Kreisschreien auf dem Haufen, aber die eine ist noch zu weit weg. Na gut. Jetzt hätte ich gerne ein kleines Boot, auf dem ich hier schön auf dem Fluss nach Hause schaue. Oh, ein Boot wäre echt toll. Aber nein, das gibt's ja in diesem Spiel nicht. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja. Oh, Steak and Potatoes! Essen! Ja. Und weißt du, was ich noch gemacht habe? Wildbret-Eintopf. Oh, auch lecker. Mhm. Aber wenn ich beides auf einmal esse, dann bin ich voll. Oh ja. Was auch doof ist, ich habe jetzt eine Armbrust mit Licht. Jetzt kriege ich mein normales Licht, glaube ich, nicht mehr aus. Dann wechsel doch einfach die Waffe einmal kurz. Dann geht das, ja. Aber es wird dann echt heller, ne? Ja. Warte mal, wenn ich hier, oder? Ach so, hast du da so ein Weapon Flashlight draufgesetzt, oder? Ah, das Weapon Flashlight ist einfach heller als meine normale Helmtaschenlampe. Hm. Ah. Mal gucken, wie es denn in der Dunkelheit aussieht. Vielleicht baue ich dir dann mal eine. Das fände ich nice. Ja, findest du nice? Dann baue ich mal eine. Was baue ich denn dafür? Bestimmt Glas, ne? Ach, habe ich keinen Plan davon? Doch, ah, nee, einer ist noch da. Oh. Ein Weapon Flashlight in der Kiste. Ich dachte, ich kann ihn bauen, aber kann ich nicht. Wolltest du sowieso mal gucken, was ich mit diesen Mods hier machen kann? Hier gibt's einen. Hey, kannst du auf diverse Waffen und so draufpacken. Hier, Spitzhacken-Mod, was brauche ich dafür? Und die Spitzhacke. Du kannst dir einfach mal alle Schematiken, die wir haben, kannst du einfach alle mal bauen. Denkst du, was ich hier gerade mache? Bunkerbuster. Was kannte ich? Oh, 5 Stahl. Haben wir ja. Aber Kleber sieht gefährlich aus. Nee, haben wir nicht mehr. Ach, das wird ein mühseliger Heimweg, so voll beladen wie ich bin. Kleber hast du schon wieder verbraucht, ne, was du geklebt hast. Ah ne, 4 Kleber. Ah ne, komm. Ach, wir bräuchten auch noch trübes Wasser. Wenn du magst, kannst du welches holen. Ja, auch Kleber, Knochen und alles Mögliche, ey. Wir müssen irgendwie looten. Ein paar Knochen habe ich noch. Es dauert nur ewig, bis ich zu Hause bin, weil ich bin wirklich voll beladen. Also so voll, voll. Voll, voll. Es passt gar nichts mehr in mein Inventar rein. Voll. Und ich bin zu Fuß. Da ich leider mitten in den Bergen bin, kann ich auch nicht sagen, hol mich mal ab. Diese Metallstacheln hier, die du hier gebaut hast? Ja, was ist mit denen? Hast du die aufgewertet oder musste man sie so bauen? Du kannst sie entweder direkt so bauen oder du hast einfach geschmiedetes Eisen und wertest damit die Holzstacheln auf. Dann würde ich erstmal die normalen wieder aus Holz bauen. Ja, ja, so habe ich es ja jetzt auch gemacht. Gut, dann hacke ich gleich Holz und mache da die Gruben wieder voll. Hier ist ja gerade ein Zombie. Hallo. Oh, erstmal nehme ich mal einen Bolzen. Mit der Axt kriege ich noch ewig nichts raus. Wir müssen dich, glaube ich, ein bisschen mit der Knochenklinge bearbeiten, Kleine. Kriege ich auch nichts. Gib mir deine Gedärme, deine Knochen und so. So, ich glaube, die Zombies machen das nicht mehr. Die sind voll gemein geworden. Scheiß Zombies. Er war früher mal viel cooler. Hm. Oh, da hinten ist auch wieder eine. Also ich finde das echt kacke. Du kommst hier nicht zu nichts. Ah, ich lass sie jetzt sterben da. Oder sind die Falle rumrennen. Wenn ich jetzt hinlaufe, dann holz wieder rum und dann kommt wieder Verstärkung und ach. Alles doof. Mathildes langsamer Weg aus den Bergen. Ich glaube, ich bin jetzt bei der finalen Erklimmung. Ich glaube, danach bin ich zumindest unten. Finale Erklimmung.
Ach ja, Wasser. Oh, da oben ist ein Zombie. Wenn ich ihn treffe, natürlich. Jo, ich treffe ihn. Oh, der fällt aber schön runter. Oh Mann, ich wollte doch heute noch die Motorräder fertig bauen. Das wird nichts, wenn ich so langsam bin. Ja, hast du alles, was man dafür braucht, oder was? Ja. Oh, komm zurück, bau die Motorräder. Die Motorräder. Ich würde heute gerne noch eine kleine Spritztour machen. Wie viele Motorräder? Vielleicht kommen wir, sind wir damit schneller und kommen weiter. Ja. Außerdem will ich wissen, wie die Hupe vom Motorrad klingt. Ob das auch so ist oder eine vernünftige Hupe. So map map. Oh, ich bin fast um. Ja gut, ich habe auch hier zwei Drops jetzt geleert, ne? Oh, zwei waren da. Ja, ja. Und ich sehe unser Haus. Ganz weit in der Ferne. Dann bist du ja gleich da. Nee, ich bin immer noch in den Bergen. Oh fuck, Wolf! Nein, töte mich nicht, Wolf! Scheiße, nein, bitte nicht! Oh Gott. Sie ist positiv, dann wärst du ja ganz schnell zu Hause gewesen. Ja, aber das ganze Zeug nicht, das ich zum Bauen brauche. Nein! Oh, ich hab's aber überlebt. Super. Du kannst natürlich gerne mit einem Fahrrad hierher gefahren kommen und mir ab das geben, damit ich schneller zurückkomme. Oder mit dem Moped. Bin ich schneller zurück. Ach, warte, ich hab ja ein gutes. Ich bin ja. Bin ja ein Mensch, ein netter Mensch, ne? Das ist, Ich musste auch erstmal zurücklaufen. Ich laufe jetzt auch querfeldein nach Hause. 1, 2, 3, okay, mehr seid ihr nicht. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Also ich laufe querfeldein nach Hause, nicht über die Straße. Das ist, ein Gift für die Atmosphäre. Wir hatten hier schon wieder Bäume gepflanzt. Das war ich. Ich habe diesmal extra mehr Platz gelassen. Ja, vielleicht müssen sie einfach nur wachsen. Ich habe dich erst letzte Folge gelobt. So, Speedy Gonzales ist unterwegs. Schatten- oder Lichteffekte im Wasser haben gerade rumgeglitscht. Das nervt so ein bisschen. Juhu, nur noch 100 Meter. Hm. Ich sehe dich. Ah, ich sehe dich. Heinrich! Oh, hier ist ein Rucksack. Wo war der? Ich habe gerade den Rucksack gesehen. Ich laufe so schnell ich kann übrigens. Ja, komm, nimm das Moped und fahr nach Hause. Dankeschön.
Welche Erleichterung! Hacke ich ein bisschen Holz und gehe so ein bisschen nach Hause. Dann kümmere ich mich sofort um die Dingsbums. Um die Dingsbums, das freut mich. Um die Dingsbums. Kümmere dich um die Dingsbums. Ich hol mal. Hier sind Gedärme. Ich hol mal Wasser. So, 200 paar zerquetschte, trübes Wasser geholt. Und brennendes Fass. Aber kann man ja nicht mitnehmen. Monisten. Voll doch. Ich lasse das Auto Moped draußen stehen, ne? Ich will nicht so weit laufen müssen. Na, ja, okay. Da komme ich rein. Solange du noch übers Loch hüpfen kannst. Habe ich noch geschafft. Das ist schön. Jetzt springe ich hoch. Okay. Okay. Ich bin oben. Hurra! Die Mathilde ist wieder da. So. Oh, das brauche ich auch noch nicht. Stahlscheinwerfer. Ach, da brauche ich noch mehr Klebeband für. Ja, wir brauchen unbedingt, glaube ich, irgendwie ein neues Gebiet, was wir mal komplett looten können oder so. Oder müssen wir wirklich mal zu irgendeiner Stadt fahren und das mal alles auseinandernehmen. Wir brauchen, ja, Standardsachen halt, ne? Klebeband, Kleber und was weiß ich nicht, auch alles, was uns fehlt. So, wo hast du mein Moped hingestellt? So, ich habe aus der Garage noch mal zwei Kleber gefunden. Das ist gut. Wir bräuchten nur noch 10. Ah, ich habe nur 2. Also ein Motorrad kriege ich zusammengebaut. Ah, Zombie-Horde. Hinterm Haus, da wo unsere Bäume sind oder Bäume waren.
ist auch daneben. Hast du geschossen? Cool. Ja. Hi, Stripperin, da traue ich mich in den Nahkampf zu gehen. Hi. Oh, die war schon tot. So, doppeltot. Das ist eine Biker-Gang, ey. Schon wieder? Ich hatte vorhin auch schon mal eine. Ich hatte Drillinge vorhin. Vielleicht gehörten die zu dieser Biker-Gang hier. Na, ist dir was durch den Kopf gegangen, mein Freund? Die Biker sind auch, glaube ich, im Nahkampf nicht so verkehrt, ne? Die halten nö, auch einiges. Also man kann die im Nahkampf erledigen. Oh, gut, das stimmt. Ich habe Angst vor denen, weil es Biker sind. Mal kurz durchatmen. Ich treffe übrigens vom Haus aus, möchte ich an der Stelle erwähnen. Ja, ich versuche ja immer ein bisschen Nahkampf zu machen. Ja, ich bin nur gerade im Haus und ich glaube, wenn ich im Nahkampf gehe, brauche ich länger, als wenn ich von hier aus schieße. Du gibst mir halt von dort Deckung, ist doch gut. Und ich übe vor allem das Schießen. Du hast ihn in so ins Bein geschossen. Wie ist doch der Bolzen irgendwo gelandet? Nee, ich dachte, habe ich gesehen. Hallo, das ist unsere Fackel, du Besser. Ey, cool, ich habe ihn geschlagen und du hast ihn noch getroffen. Jetzt hau ich ihn nochmal auf den Po. Willst du nochmal schießen? Warte. Jo, hast gekillt. Hat leider keinen Pfeil hinterlassen. Okay, das war's schon. Weil manchmal ist das so, wenn so eine Horde unterwegs ist, die Zombies haben ja alle eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Dann hast du manchmal erst hier die schnellsten und dann kommen erst nach und nach die langsamen. Aber es waren alle. Es war eine Biker-Gang mit einer Stripperin. Und geschmiedetes Eisen noch. So, du darfst dann auch dich als erstes von uns auf ein Motorrad setzen. Oh, das ist aber eine Ehre. Was fehlt mir denn hier noch? Ich will doch nur... Kohlebrocken brauche ich noch. Oh. Die könnten... Das will ich heute noch schaffen. Kohlebrocken könnten in einem Munitionsschrank sein da, ne? Ach, nee, hab. Oh, ein Wheel haben wir noch. Super, ich muss nur ein Wheel machen. Kreischtussi. Ah, gab keinen Punkt. Das heißt, die lebt noch. Anlegen und... Feuer! Tot ist es. Wenn wir irgendwann kein Klebeband mehr brauchen, dann können wir mal... Fackeln machen oder so. Der war gut. Motorcycle. Achso, Motor und Bleibatterie fehlt noch, natürlich. Bleibatterie, nehmen wir hier die 6er Batterie. Und ich brauche einen Motor. Oh, da muss einen ausbauen. Ich glaube, alle Motoren... Ja, da baue ich einen aus. ...die ich habe oder so, die habe ich immer alle reingetan. Dann baue ich fix mal einen aus. Mach das. Oh. Ja, den da klaue ich mir. Doppel-O, was war das denn gerade hier? Mal weg. Dann hat mir eine Maus gerade sich gemeldet. Hallo, Anwender. Ich brauche Stromanski. Und Strom, ja. Motorcycle fertigen. Eine Minute braucht es. Uhu. 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 Uhuhu. Du blitzt das bei mir immer noch so. Freut mich. Ja, wo soll ich denn das drüber Wasser reinpacken? Hier, einfach hier. Hier oben. Neben der Dunstabzugshaube. Da ist alles voll. Da müsste doch eigentlich. Warum sind da leere 15 leere Dosen drin? Weil ich daraus eventuell mal Dings machen wollte. Hier, wie heißt es gleich?
Dings eben. Brauchst du es noch? Nö. Ich mache eigentlich kein Dosenfleisch, habe ich festgestellt. Weil ich kann ja selber Dosenfleisch machen und dafür waren die Dosen eigentlich gedacht. Ach so. Ist das gut, oder? Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gemacht. Dann mach das ist halt das, was du auch findest. Dann mach das mal. Das Motorrad ist fertig. So, links, komm mit raus. Links vom Essen packe ich jetzt hier auch was rein jetzt hier, ne? Komm, Motorrad gucken. Motorrad ja, gucken. Ich komme ja schon. Man kann es auch modifizieren, also wenn du eine Farbe hast, kannst du noch eine Farbe machen. Oh, warte mal. Fällt mir was ein. Ich habe wirklich noch was. Ich habe sogar zwei Farben noch dabei. Dann würde ich dir das nämlich einfach einmal hinwerfen, dann kannst du es nämlich aufstellen, dann ist das gleich deins. Fantastisch! Und dann kannst du es, bevor du es aufstellst, noch modifizieren. Ja, ich komme ja schon. Schmeiß es so mir her. Nimm. Bitte sehr, ein Motorcycle, Level 6. Gangster-Style. Erst noch modifizieren. Ja, ich mach mal. Ich glaube, das wird eher deine Farbe, aber. Boah, Mad Max Style. Das sieht ja cool aus. Yay. Warte mal. Okay. Kein Gasolin. Warte. Hast du? Aber warum ist es Silber? Öffnen. Ich hab dich doch. Ach, es ist Blue. Ich habe Sprit. Kannst nicht mal modifizieren. Ja, dafür musst du es aufnehmen. Nee, dann mach du. Ups. Warte, ich wollte es auftanken. Ja, ich gehe hier runter. Bitteschön. Warte, ich nehm's doch nochmal. Kann ich das nehmen? Modify. Gut. Ich dachte, das wäre lila, aber nee, kann ich nicht. Ja, wahrscheinlich geht nur eine Farbe. Nee, ich will die alte hier rausnehmen. Ist egal. Dann habe ich halt hier den hier. So. Die wichtigste Frage ist, wie lautet die Hupe? Nein! Ich finde, trotzdem, dieses Motorbike sieht eigentlich richtig episch aus. Was meinst du, wie episch das gerade aussieht? Weil bei mir hast du immer noch dieses Blitzen. Episch! Ja, ich guck bei dir rüber, das sieht wirklich geil aus. Ich bin Magneto oder so. Und du fährst mal los. Ja. Ich kümmere mich hier um die Kreisschlampe. Ey, ich habe einen größeren Wendekreis. Boah! Ja. Und wie ist die Geschwindigkeit? Sag, wie fühlt es sich an? Schneller als wenn wir mit dem Moped schneller fahren. Okay, und wie schnell fährt es, wenn du schnell fährst? Minimal, noch mehr, noch besser. Aber ich. Das ist so ein bisschen die Geschwindigkeit, die wir früher bei den guten Mopeds hatten, wenn die richtig einen guten Motor hatten, ne? Richtig. Ah, ich finde das hat jetzt mal Style, ey. Oh, wir brauchen Knochen. Ich will auch eins. Vor allem, es hört sich gut an. Es hört sich wirklich gut an. Ich will auch. Oh, jetzt will ich Erkundungsfahrten. Tilde auch. Du kannst ja die Nacht einmal durchbrettern. Hauptsache, du bringst auf dem Rückweg Knochen mit. Ach, da kommst du, ich höre dich. Aber beim Absteigen klingt's wie der dieses kleine Moped. Jetzt habe ich hier ein Platzproblem. Rückwärts, danke. Die uncoolen Fahrzeuge bitte hierher.
Wenn wir ein Auto haben, muss ich hier noch eine Garage bauen. Ich glaube auch. Ja, das Ding sieht schon ein bisschen aus wie von Dread oder so. Ich bin jetzt mittlerweile eigentlich Level 70. Oh nein, immer noch nicht. Wie, bist du noch nicht Level 70? Nein, ich bin noch nicht Level 70. Jeder ist schon Level 70. Ah, sieht das nicht schön aus, mein Fuhrpark? Yeah, ich bin richtig Gangster, Mann. Das ist ja richtiger Fuhrpark. Alles andere, was ihr seht bei Hip-Hopern oder so, ist Kinderkacke. Das ist geil. Und wer hat's gebaut? Die Mathilde. Ja, genau. Danke, Mathilde. Bitte. So, ich bin frustriert. Ich gehe jetzt Steine hacken. Ich will auch ein Moped. Und wir haben nicht genügend Kleber. Ja. Deswegen gehe ich jetzt in meine Mine. So. Ja, geh mal in die Mine. Ich glaube, nächstes Mal werde ich dann mir Essen schnappen. Und irgendwo außerhalb in irgendeinem Kuhdorf fahren und das alles auseinandernehmen. Ach, hat das Motorrad ein Storage? Das wäre ganz wichtig. Bestimmt. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt. Es hat bestimmt einen größeren Storage als das Moped. Weil wenn das überhaupt kein Storage hat, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht. Guck doch noch mal schnell. Ja, hast du recht. Die Frage lässt mir jetzt eigentlich keine Ruhe. Hui. Aber komm, sogar das Fahrrad hatte Storage. Auch wenn wir es zu spät gemerkt haben. Ja, stimmt. Das war aber nur irgendwie 6 Felder oder so. Ich glaube 9 waren es. Oh, dein ist ja noch offen hier. Warum ist dein hier noch offen? Ach so, weil ich da für dich Benzin geholt habe. Ah ne, wir müssen runtergehen. Und es hat Storage. Und ich glaube 4 mal 3, 6, 9. Das Moped hatte 3. Und das hatte 1. Okay. Also er hatte hier 9 Felder mehr als das kleine Moped. Das heißt, das Auto müsste wahrscheinlich auch nochmal 9 Felder mehr haben. Wahrscheinlich. Und das ist richtig edel, ey. Und das Auto können wir vielleicht so sogar zu zweit nutzen. Ja. Das ist du. Jetzt brauche ich nur noch Munition. Weil das ist so noch was, was mir irgendwie fehlt. Ich will auch mal eine Stacheln los. Dafür mache ich mir als erstes Stahlwerkzeuge, sobald ich Level 70 habe. Mach das. Sobald ich Level 70 bin, mache ich mir Stahlwerkzeuge. Das wird diese Nacht noch passieren. Okay. So. Ah, ja, aber. Das finde ich gut. Das ist zu dunkel. Ich lief gerade in diese silbernen oder Stacheln rein. Ja, also, wenn euch das gefallen hat, dann ja, gebt uns doch mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Auf jeden Fall, morgen mache ich einen Biker-Ausflug. Biker. Ja, und ich warte drauf, bis genügend Kleber da ist, dass ich auch ein Bike, also ein richtiges Bike kriege. Ja, dann kannst du nachkommen. Hier, ja. Oder nimmst du... Denk an die Knochen. Ja, mache ich. Danke. Wenn ich Knochen finde. Na, ansonsten, nächstes Mal, Biker-Gang. Haut rein, ciao. Tschüss.